Zockermorde. Düb, düb, düb und damit herzlich willkommen zum Gameplay von Conan Exiles, dem Live-Gameplay hier auf Twitch und auf YouTube. Auch archiviert nach Wünschen, ne, von Zuschauern. Und falls ihr wie immer auch das Gameplay so sehen wollt, ja, folgt mir einfach auf Twitch, kriegt eine Mail und dann wisst ihr, wann ich online komme und dann wird ihr gezockt. Ja. So, was steht heute an? Erstmal, ich bin immer noch an der Spinnenhöhle. Ne, da gibt es auch einen Guide zu. Das heißt, wir haben pro Minute ca. 50.000 Erfahrungspunkte gemacht. Das geht klar, oder? Und ja, ne, kannst du ziemlich gut leveln. In der Spinnenhöhle, weil die eine hohe Spawnrate haben und die geben auch gut EP. Sonst werde ich noch meinen letzten... mein Schwert noch kaputt kloppen hier, alles mitnehmen, weil dann habe ich auch wieder Seide und Wundsekret, das brauchen wir auch. Dann gehe ich zurück ins Lager und dann, ja, dann werden wir mit dem Nessa El Tono auch da. Und dann bauen wir mit dem zusammen Mitra Tempel Stufe 3. Bin ich gespannt, wie der aussieht. Hm? Und ich werde dann immer weiter leveln, damit ich auch Level 50 bin und die anderen meinen Tempel auch hochballern kann. Dann haben wir ein bisschen Progress hier. Progress, Progress. Aber, was willst du? Jetzt gehen wir einfach mal in die Höhle. Warte mal, vielleicht kann ich hier so wegficken. Ist ja geil. Guck mal, da kommt schon angeschissen. Wie? Ist der Hammer, Alter. Ein Range hier haben. Kleinen Mistviecher. Also, ich gerade hier spawnt oder was los? Alles klar, Abfahrt, Angriff. Oh, verprügeltes Gift, die kleinen Drecksacke. Das geht übelst auf die Ausdauer. Und macht Damage. Also unbedingt Antidot dabei haben, sonst ist hier Ende im Gelände. Bis auf 10, dann könnt ihr mal gucken, was hier abgeht. Wie das hier runter tickert da oben. Bing, bing, bing. Und ein verkrüppelndes Gift, dann bist du auch noch langsam. Da spawnen sie schon wieder neu. Was du wollen, eh? Was du wollen, eh? Jawohl. So, dann werde ich nochmal noch hier die Seite einsammeln, ne? Wenn man schon mal hier ist. Hier, das können wir auch noch hier mitnehmen. Ich höre sie schon wieder anlaufen hier. Da hinten. NP! Komm her hier. Ja. Brauchst ganz schön viele Schüsse noch. Aber ich kann ja auch jetzt das... Genau, ich habe ja die nächsten Pfeile jetzt. Die sind wahrscheinlich teurer. Das sind, glaube ich, diese Stahlpfeile. Mal gucken, ob dein Bogenschießen immer noch so geil ist. Also wahrscheinlich machst du dann mehr Damage. Dann geht alles ein bisschen schneller hier. Aber die Pfeile sind wahrscheinlich einfach so hammerteuer. Wenn ich so dran denke, also mal 200 Pfeile weghämmern. Das ist NP. Huch, was meinst du denn hier? Und auch Heiltränke mitnehmen hier. Entweder Ambrosia. Oder. Wer ist das? Aloe Vera Saft da irgendwie. Ihr wollt einfach nur sterben. NP. Oh, schieß auf deinen Homie. Schieß auf dich. Ich glaube, ich treffe dich auch nicht. Da wird nochmal ein, oh, der hat nur einen. Mal aufpassen jetzt. Wenn das hier noch drauf geht, Alter, ich hab keinen Bock drauf. Du, du! Auf den Sack! Was ist immer noch mit hier? Oh, Alter, scheiße, was ist los? Auf die Taschen vollpacken. Wenn ich dann zurückgehe, dann komme ich später hier wieder her und dann werde ich mich hochleveln. Nur knallhart leveln hier in der Butze. Oh, jetzt ab hier. Na, ja, komm, ein bisschen kommen wir noch. Aber die werden hier auch gleich wieder spawnen. Und dann? Und dann? Es ging. Geh nochmal rein. Oder ist noch Seide? Die nehmen wir auch mit hier. Spinnennester oder was das sein soll. Oh, eklig die Viecher, ne? Ja, spuck dahin, ist okay. Natürlich.
Ist nicht gefährlich. Erstmal dich kleppen. Merkst du? Haben wir ja schon wieder fast ein Level gemacht hier. Was ist denn los, Leute? 50.000 Punkte die Minute. Und unten ist auch Spuckern, ja. Weil früher war es so richtig mies hier. Da war hier noch Verderbnis. War das vielleicht noch. Da konnte man auch gut leveln, aber vielleicht noch nicht ganz so heftig zu empfehlen wie jetzt. Also alleine war schon mal scheiße, ne? Weil mit Verderbnis das und einer war auch richtig heftig. Und vor allen Dingen hast du auch einfach keinen Loot gehabt, außer jetzt, dass du gut Level gekriegt hast und Seide und Sekret. Aber so Endboss-mäßig oder hier mal eine Chest irgendwo, das wäre schon nice. Und auch eine Special Waffe oder so, wenn er auch in der Wahrscheinlichkeit droppt, das wäre geil. Hätte mal richtig Bock drauf. Muss ich verdammt aufpassen, weil die da hinten schon wieder spawnen, wahrscheinlich, ja. Da kommt auch einer. Oh, das ist richtig, glaube ich, weg hier, so. Da ist auch wieder einer. Mich angucken hier. Ich bin euer König. In der Herde Spinne. Das wäre auch geil, Alter, wenn du irgendwie irgendwas irgendwie kontrollieren könntest. Wenn du so eine Ausrüstung hättest, die komplett hast, bist du der Herr der Spinne. Du könntest sie dann tamen. Und mitnehmen. Und positionieren die Seide für dich. Das wäre awesome. Oh, Alter. Und spawnen auch so. Machen Kinder. Künstliches Nest anlegen. Ja, hallo? Abfahrer da! Hallöchen! Läuft er hier wie am Schnürchen? Oh, Rhymemeister! So, mal hier, ja, hallo! Oh. Ja, und nicht wundern, wenn hier immer im Moment ist ja in diesem Stream noch nicht viel los hier bei mir. Also, aber nicht wundern, wenn ich hier mal mit, anderen Leuten noch einmal quatsche. Weil ich das so caring too much, das ist nicht geil. So, jetzt muss ich aber langsam Abflug machen. Also ein Levelchen können wir eigentlich noch hinkriegen, oder? Bleiben wir hier oben oder noch ein kleines Level fertig? Level kann man immer hier brauchen. Weil ja. Mein Schwert noch ganz geil ist eigentlich. Ich habe doch hätte man auch so. Gut. Aber man muss noch mal richtig tief reingehen hier. Mal richtig wegrocken alles. Machen wir auch noch mal, Leute. Im Moment bin ich ja nur ein bisschen safe hier unterwegs. Auch Loot brauche. Und dazu werde ich mir dann jetzt erstmal mit den neuen Pfeilen, die werden wir ausprobieren, die gucken wir uns auch nochmal an. Ja, nochmal schön Guide, würde ich sagen, ne? Mal die ganzen Pfeile vergleichen. Das ist schon wieder klack, 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 klack. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut hier. Bewegen, dann passiert auch nichts. Weil ihr nur 100 Pfeile habt, ihr seht, was hier weggekloppt. Oh, Alter. Was ist denn hier alles in der Tasche? Junge. Junge. Falle gar nicht auf. Ah, jetzt falle ich auf. Checken ist nicht. Oh, meine Axt gleich im Arsch hier.
Kann man nicht mal looten? Ich habe keinen Loot mehr. Man. Also ein Level reicht's noch. Für ein Level reicht's auf jeden Fall noch. Boah, Alter. Schießen auch gut. Weil den Menschen brauchst du nämlich nur so zur Seite gehen immer. Schon, können die nicht mehr treffen. Oh, solange die noch akkurat funktionieren, nehme ich die mit. Klar, jetzt geht's ja nicht mehr, aber hat's jetzt erledigt. Die krall ich mir noch, was ist das? Ah, ja. Auch mit hier. Klar. Ich schon mal ein bisschen reingehen, ja, aber es ist, glaube ich, hart gefährlich ist das. Oh, Alter, nee, nee, das sind zu viele. Uhuhu. Dann spawnen die hier neu und dann habe ich eine Schüssel. Also ich würde es machen, wenn ich noch Ambrosia und so hätte, aber habe ich nicht. Ah. Was, hä? Da nochmal zwei. Ah, Level haben wir gleich, Leute, Level haben wir gleich. Ich dachte, wir machen so lange, bis die, bis das Schwert hier hinten ist. Das Level halt. Wenn das Level vorher kommt, ist noch viel geiler. Weil, mein Level noch. Oh Gott, abbauen. Gut. Hörst du das schon wieder? Oh, hier, gleich gesehen. Bisschen Leichen. Lebst du? Die lebt, ne? Oh, die lebt leider. Na ja, hier, komm, komm. Boah, wie soll hier alle kommen? Du bist getriggert, ey. Komm mal, Alter. Level up. Läuft doch. So, Leute, dann kann ich jetzt hier abhauen. Geh zurück zur Base. Ist auch mal ein kleiner Weg immer. Hier sind wieder neue. Also eine kleine Waffe für unterwegs brauche ich auch noch. Also sonst ist einfach mal für den Arsch alles, ne? Das wollen wir ja auch nicht. Mal kurz hier verstecken in der Hütte. So. Gut, ja, machen wir mal aussteigen, ja. Hier mit einer Präzision 25, dann machen wir einmal gleich auf 26. Stehvermögen geht nicht mehr. Vitalität können wir dann hochmachen, aber ich möchte auch gerne Belastung eigentlich ein bisschen hochmachen. Hm. Weil ich ja die Pfeile mitnehmen muss. Auf, dann nehmen wir nochmal eine Belastung mit, wegen den Pfeilen. Kann mich denn gerade an Belastung finden, dass hier 140 Kilo. 147, jawoll. Was haben wir an Rezepten jetzt? Ich habe nur Punkte übrig, hier 30 verfügbar. Weil ich heb mir auch welche auf für später. So, das sind die Pfeile, Rasiermesserpfeile, Abfahrt. Was will ich denn als nächstes haben? Das lerne ich gerade nicht, weil es El Tonno kann. Hebe ich mir nur auf. Interessant wäre noch im Nachhinein. Das kann El Tonno auch, deswegen mache ich es auch noch nicht. Halt noch nicht notwendig. Später zum Bauen werde ich wahrscheinlich hier sowas noch machen, weil ich gerne noch verstärkt machen will. Nur für die Optik, ne? Wir machen gerade nur PvE hier, deswegen. Das ist halt nochmal wichtig, das kostet 11 Punkte, da brauche ich mal 22 Punkte, muss ich immer auf Tash haben. Muss noch mal schauen. Die, obwohl die einen haben, das will ich auch noch mal machen. Kleiner Dreizack, aber erst mit 45. Eisenhändler, oh, alles Quatsch hier. Also kannst schon ziemlich gut aussortieren, was du brauchst und was du nicht brauchst. Aber schauen wir mal. Ich will noch in die großen Dungeons rein. Das wird auch mal lustig. Okay, Leute. Dann sage ich mal, ich gehe jetzt zurück und so. Und dann sehen wir uns, wenn der Tonno wieder da ist. So, Leute. Hier sind wir wieder, ne? Ich habe euch ja versprochen, Mitra-Tempel. Aber ja, so weit sind wir noch gar nicht. Hallo, Tonno. Sag doch mal hallo. Was? Wo? Wie? Jetzt? Ja, was? Ey, ich nehme wieder auf hier. Was? Doch. Ah. Ich habe mich doch gar nicht angezogen. Dreh dich um. Hallo. So, ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe noch die Rasiermesserpfeile. So, die machen erstmal, können wir gleich mal gucken.
32 Damage und die Schlangenpfeile 24, haben wir über die gelernt, ne? Und ich mache jetzt mal das Nashorn. Sag mal Nilpferd. Ja, platt. Hey, beides grau, kann man verwechseln. Ja, ja. Mal gucken. Okay. Ich glaube, beides ganz große Schwimmer. Schauen wir mal. So, eins. Eins. Daneben geschossen. Nochmal daneben geschossen. Ich bin der Held vom Elferfeld, Alter. Held von der Arbeit. Ei. Halt! Oh, Alter, bleib doch stehen! Oh, Alter! Drei oder vier Schuss waren das eben nur. Down, das Ding. Das geht natürlich, ne? So, weil wir brauchen nämlich nochmal ein bisschen Fleisch. Exotisches. Für unsere Slaven. Die Slaven. Die Slaven. Die Slaven sind eingefallen. Ja, die für die Slaven. Krieg ich welche neue Band, Alter. Ich denke, ich habe immer so einen Slaven. Das slawische Volk. Ich hab nichts gegen das Völkchen. Solange sie ihre Arbeit machen. Ach ja. Ach, du könntest ja schon mal ein bisschen vorbei. Ja, also so viel geiler sind die jetzt irgendwie auch nicht, glaube ich. Also hier so Preis-Leistungs-Verhältnis, weißt du? Ja, das heißt, glaube ich, 7 Stück hast du ja für 10 Stück, ne? 7 ja. Stahlbahn. Man könnte das mal sich angucken, wenn man Legendary Zimmermann hat. Ich glaube, da tut sich auch nicht viel. Kommen wir vielleicht auf 500. Und dann kriegt so die richtigen Bosspfeile. Das kann natürlich auch sein. Und ein Eisen mit. Nicht! Achso, was sind das? Ich habe auch nachgeguckt, was so gewichtstechnisch los ist. Also die wiegen gleich viel. Ne? Okay. Für Bogenschützen ist das wichtig, weil wenn du mal so 300 Pfeile mitnimmst, bist du quasi voll. Das ist schon heftig. Dann würde ich sagen, bis gleich. Jetzt wie versprochen, Mithra-Tempel, Stufe 3, wird produziert. Ich guck mal rein. Hast schon gedrückt, ja, ne? Die. Ja. Aufwertung läuft, auf Tempel. Steht ja, ne? Ja, müsste in Gange sein. Jawoll! Das ist die Frage, soll ich mir das die halbe Stunde hier angucken? Nee. Jetzt werden wir das ein bisschen arbeiten hier, ne? Ich arbeite bestimmt nicht! Manchmal deine Schuhe kannst du putzen. Und Schuhe. Bitch. Warte mal, jetzt gehen wir hier hin. Nee, ich werde doch mal das Juckfleisch hier reinballern, was ich gerade gesammelt habe. Jogge die Jocke Jock. Mhm, komm mal wieder. Schön den Jock kratzen. Ich habe leider nichts gefunden. Ein Sklaven gefunden eben. Ich war nämlich gerade auf Sklaventour, Leute. Unwürdig. Aber Baumrinde am Start. Der Little Bit Schwefel und zwei Lore-Dinger, die gucken wir uns auch gleich mal an. Little Bit Schwefel. Mhm. Okay. So. Was? Was? Dann? Zehn Prozent? Läuft. Und das mal hier hin. Gut, dann gucken wir mal das. Bin ja gespannt, ob der nur seine Farbe ändert oder ob der auch nochmal größer wird. Du hast recht, du tiefst eigentlich Jägerskrokodile. Und Lore 7? Auch. Du tiefst eigentlich Jägerskrokodile. Tut mir leid. Ich wusste es. Es ist nichts Informatives. Es ist nur Shit. Keine Lesestunde. Keine Lesestunde. Keine Elternus-Lesestunde. Keine Märchenstunde heute. Onkel Tonnos Märchenstunde. Wie Prozent wird das angezeigt? Ich recht schätze. Ah.
I make a guess. Guess oh. In the name. Nee, ist anders. Okay, wollen wir folgendes machen. Das geht ja relativ fix hier. Aber ich brauche einen guten. Wo kann ich ihn gut gucken? Ich brauche einen guten Platz, wo ich das angucken kann. Dann werden wir das nämlich jetzt hier festhalten. Turm von oben? Meinst du? Nö. Ich muss irgendwie auf dein. Auf das Ding da vielleicht drauf kommen. Kommst du vom Turm oben drauf springen? Oder hier vielleicht von dem anderen Haus. Warte mal. Ja, auch noch gehen. Siehst du von, oh ja, das ist gut. Und hier ist gut. Da habe ich den komplett im Blick. Ich sehe gerade gar nichts. So bleibe ich, Leute. So bleibe ich. Das geht ja relativ fix da. Für die Leute im Stream, dann bin ich kurz weg. Dann kann ich kurz Toilette gehen und so, ne? Faules Stück. Kann mir das da angucken. Okay, dann Tonno, dann bis gleich, ne? Ja, ich werde deinen Körper schenken. Danke. Bis gleich. Auch wieder da? Ja, kommst rechtzeitig, ist gleich fertig. Ja, wunderbar. Guck mal an. Wir haben auch nicht gelästert über dich. Okay, klar. Ich hab eine Aufnahme, ich höre das. Was? Ich merke das nicht an. Du schaust sie doch nie an, oder? So, und jetzt können wir erstmal ordentlich beim Benny herziehen. Jetzt könnt ihr alles rauslassen, was ihr nicht rauslassen wolltet. Jetzt ist er weg, jetzt kann er nicht mehr hören, auch nicht mehr lesen. Lesen kann er sowieso nicht. Was meint ihr, warum ich die ganzen Sachen hier vorlesen muss? So schaut's nämlich aus. So, jetzt gleich. Und dumm, 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 dumm. Tom hat auch schon ein weiteres Stockwerk gekriegt. Ja, ich, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Hätte klappen können. Ja. Komm schon, Tempel, enttäusch mich nicht. Werde golden. Los, hopp, hopp, hopp. Ich war kurz davor. Aber nicht mal lange. Gleich fertig. Nein! Du komm auch. Ich schwöre, der war bei 95% circa. Warte. Das war wahrscheinlich fertig, ich gibt gar kein anderes Aussehen. Ich sag dir, wenn ich jetzt runterspringe, ne, und da hingehe. Komm da, guck mal nach. Ja, oh! Oh! Du Scheiße. Voll versetzt. Was soll denn der Scheiß? Na, ich weiß aber warum. Ja, warum denn? Da unten ist ein Sack drunter. Ach, weil da Sachen drin sind. Meinst du deswegen? Phönixschwert kostet 5 Äste, 20 Eisenbarren und 20 Essenzen. Aha. Ein Breitschwert mit dem eingravierten Symbol des Phönix. Hm. Ja, weißt du, was das heißt, ne? Ich werde den jetzt abreißen und den als Admin nochmal richtig setzen. Okay, aber warte, warte. Ich muss den Leuten das nochmal kurz zeigen hier. Wie er schwebt. Und Scheiß. Aber an sich ein schönes Ding, ne? Ja. Ja. So, jetzt wird abgerissen. 3, 2, 1, meins. Roll. Mitra, Hohepriester, alles drin hier. Und der andere sagt, der ist einfach nur da.
Wie gut, Leute, wie gut. Ich bin auch wieder da. Hallo. So, dann die Zauberkombination für meinen Appenbereich. Mach's nochmal ein. Gebäude, Mitra, Tempel. Wenn du natürlich jetzt hier kein Admin oder so bist, dann ist das natürlich richtig für den Arsch. Deswegen hätte Benny sich auch mit mir zusammengetan. Genau. Immer mit dem Admin gutstellen. Jetzt kann ich den da nicht setzen wegen dem scheiß blöden Sack, ne? Und der Sport, dann sammel nur ein. Alles. Da ist nichts drin. Da ist aber nichts drin. Scheiße. Fuck, fuck. Du? Jetzt renne ich hier einfach rum, boah, kurz den Dingens weiter und dann setze ich den. Der ist weg, der Sack ist weg. Ist klar, weißt du gerade, wo ich weggehe. Das Spiel will ich doch verarschen. Es schwebt trotzdem hier. Hä? Der schwebt trotzdem. Der Sack? Nein, der ist da. Ja? Hä? Ich will jetzt für dich meinen nicht mal updaten. Upgraden. Nu? Schwebt der überall? Ja. War auch so merkwürdig, ne? Guck mal. Weil hier sind auch Flammen, ne? Ja. In der Luft. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist das ganze Ding nicht korrekt, einfach so von der. Im Programm so, weißt du, so falsch abgespeichert, designmäßig. Weil es da total versetzt ist hier, guck mal. Hä? Kann ich den aufbauen jetzt? Miet? Nee, ich kann nichts machen. Oh, so ein schönes Ding. Naja. Oh, Alter, los. Hoffentlich wird er noch gefixt. Das vorhin. Letzte Mal über die Rädermark schallen. Der Rädermark. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben es jetzt gesehen. Ist natürlich jetzt, habt ihr auch das Problemchen gesehen, mit dem wir uns hier immer rumschlagen müssen. Sowas sieht halt scheiße aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das fixen. Und. Gut, dass Eltono sein Tempel ist und er sich drum kümmern muss. Bing. Jo. Ah, kurz wieder an. Bye bye.